Hansi Flick für Kovac in München und Peter Bosch in Leverkusen für Heiko Herrlich. Die haben was gebracht. Alle anderen 18 haben entweder nichts oder nur sehr kurz was gebracht und dann aber am Ende dazu geführt, dass der Verein wieder da war, wo er vorher war und nur eben noch einen Trainer mehr bezahlen musste oder einen Trainer mehr hatte, der Spieler verpflichten wollte, die der vorige nicht hätte haben wollen. Und also ist alles. Für mich schließt sich daraus, wenn man als Verein einen Trainer haben will, der eine grundlegende Philosophie hat, als der da ist, ne, dem man dir also dann nicht zutraut, dann ist ein Trainerwechsel vielleicht richtig. Wenn man einen kurzfristigen Erfolg haben will und denkt, es könnte ja, man kann ja mal was probieren und vielleicht geht es ja von alleine besser, Finger weg. Ist, glaube ich, dann nicht so sinnvoll. Diese erste Variante mit anderer Philosophie, die hat ja Bayer Leverkusen verfolgt, als sie trotz zweier Siege Heiko Herrlich entlassen haben. Natürlich ist es natürlich oder mal ein bisschen ungewöhnlich, nach zwei Siegen entlassen zu werden, aber das ist auch ein bisschen unser Konzept, unsere Philosophie. Man muss nicht immer nach Niederlagen jetzt reagieren. Wir haben ihn geschützt, auch lange Zeit, weil wir die Hoffnung hatten, dass wir vernünftig die Kurve bekommen. Aber leider war die Tendenz trotz der Siege jetzt am Ende so, dass die Entwicklung nicht so war, wie wir uns alle das vorgestellt haben.